In der Werkserie Prozess zeigen sich Entwicklungsabschnitte, die einen Ablauf von inneren Bewegungen meinen. Der Fokus liegt auf der Form, dem offenen Kreis als lockere Bewegung oder dem Raum und die Identifikation damit. Wie ein Finger in Farbe getupft, die Kreisform sich zieht, so wie hier den anderen wie Sauerstoff brauchen. Ungeschlossen als runder Form mit angrenzender Spur, Farben von Licht, Wasser, Meer und Himmelphänomenen, die eine unterschiedliche Grundstimmung erzeugen, mal kühler, wärmer oder melancholisch und immer wieder schlieren an bewegtem Wasser, je nachdem auf dunkle Abgründe oder strahlende Hoffnungsschimmer verweisen. Der Raum widmet sich dem Aufdecken menschlichen Innenlebens oder in Zeit die Haut abzustreifen, der Adler vor zart lasierenden Bambusblättern Halt findend in der Kultur als Idee stabiler menschlicher Existenz oder hier die Blüte als Nest mysteriös assoziiert, das weibliche Geschlecht, ein in sich ruhendes Schwalbennest. Im langsamen Fortschritt die Schnecke in einer bewegten Landschaft nur schleppend vorankommt und hier in das Leben, das sich in mir fand, über und unter Wasser die verschiedenen Ruhe- und Bewegungspole nebeneinander agieren. Menschliche Prozesse werden sichtbar gemacht. Die künstlerische Umsetzung lädt ein, sich des eigenen Innenlebens gewahr zu sein.